Top 10 heute mit 10 Arten, wie dein Gehirn dich austrickst. Nummer 10. Semantische Sättigung. Das ist ein psychologisches Phänomen. Wenn man ein Wort mehrmals wiederholt, versteht man plötzlich die Bedeutung nicht mehr so ganz. Die Wissenschaft geht von einer Überstimulierung von Nervenzellen im Gehirn aus, die dazu führt, dass die Bedeutung nicht mehr richtig zugeordnet werden kann. Nummer 9. Ohrwürmer. Ein Ohrwurm ist, wenn eine eingängige Melodie dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Das liegt daran, dass dein Gehirn ständig auf der Suche nach kompletten Mustern ist. Wenn jedoch nur ein bestimmter Teil eines Songs deine Aufmerksamkeit erlangt, wiederholt dein Gehirn dies in einer Endlosschleife, weil ein komplettes Muster fehlt. Nummer 8. Sympathieschmerz. Sogenannte Spiegelneuronen in deinem Gehirn ermöglichen es, dass du auch Schmerz empfindest, wenn sich andere verletzen. So fühlst du mit und es zeigt auch eine Neigung zu Gleichgesinnten, unter Umständen sogar ein Wunsch, genauso zu sein. Nummer 7. Falsche Erinnerungen. Hast du eine Gedächtnislücke, dann kannst du dich an einen bestimmten Zeitabschnitt nicht mehr so genau erinnern. Dein Gehirn erfindet dann Erinnerungen. Studien haben belegt, dass wenn jemand gefälschte Fotos von einem Ereignis vorgelegt bekommt, auf dem er gar nicht war, er es trotzdem glaubt. Nummer 6. Das Charles-Bonnet-Syndrom. Hierbei kommt es bei Menschen mit Sehschwäche zu Halluzinationen. Das Gehirn ist gewohnt, die Reize der Augen zu verarbeiten. Funktionieren die Augen nicht mehr so gut, wird mit bereits existierenden Erinnerungen im Kopf ausgeglichen. Nummer 5. Der Ben Franklin-Effekt. Wenn du jemandem einen Gefallen tust, führt das zwangsläufig auch dazu, dass du diese Person mehr magst. Und das, obwohl du ihr den Gefallen getan hast. Dein Gehirn rechtfertigt dein Handeln und bringt dich dazu zu glauben, dass du aus Sympathie der Person einen Gefallen getan hast. Nummer 4. Unterbewusstes Plagiat. Dein Gehirn kann die Quelle, also den Ursprung einer Information, einfach löschen, wenn es mit Informationen überladen ist. Das kann sogar dazu führen, dass du glaubst, eine Idee wäre von dir gewesen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Nummer 3. Veränderungsblindheit. Hierbei geht es um die Unfähigkeit, visuelle Unterschiede zu erkennen, auch wenn sie direkt vor dir passieren. In Studien haben Menschen nicht einmal bemerkt, wenn eine Person, mit der sie gesprochen hatten, einfach mitten im Gespräch ausgetauscht wurde. Das klappt, wenn man kurzfristig abgelenkt wird. Nummer 2. Der McGurk-Effekt. Da es sich beim Sehen um die stärkste Sinneswahrnehmung handelt, können die Augen deine Ohren überbrücken. Sogar wenn du jemanden deutlich hörst, kann dein Gehirn dir sagen, dass du etwas anderes hörst, wenn deine Augen etwas anderes vermitteln. Und die Nummer 1. Zeitlupenwahrnehmung. Wenn du in Gefahr bist oder schnell reagieren musst, dann hast du bestimmt auch oft das Gefühl, dass es so scheint, als würde die Zeit sich verlangsamen. In der Tat verarbeitet dein Gehirn in solchen Fällen mehrere zusätzliche Informationsebenen, sodass es dir langsamer vorkommt. Je mehr Erinnerungen du an ein Ereignis hast, umso länger glaubst du, hat es gedauert. Aufgepasst, links klicken für eine weitere Top 10 Folge über das Gehirn und rechts erfährst du, wie man erkennt, dass jemand lügt. Hat dir die Folge gefallen, kannst du sie hier direkt auf Facebook teilen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.